so kribbelig hier ist jetzt einfach hier hinten auf dem Gelände. Ist Bewegung, da scheint jemand unterwegs zu sein. Deswegen gehe ich da jetzt erstmal nicht hin. Das ist sowieso eine kribbelige Angelegenheit. Angeblich soll es jetzt neu videoüberwacht sein. Und tatsächlich waren auch die Eingänge so ein bisschen zugemacht. Vor nicht allzu langer Zeit, aber da haben sich auch schon wieder Leute dran zu schaffen gemacht. Also von daher, wir gehen einfach mal los. Das hier ist ein Maschinenwerk, ein ziemlich marodes Maschinenwerk. Und somit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dann wollen wir mal gucken, inwiefern die Gebäude noch zugänglich sind. Ja, wie man sieht, die Zugänglichkeit ist wohl kein Thema. Ich liebe ja so alte Kräne. Da steht irgendwie noch so eine Standbohrmaschine. Also was ich nicht machen werde, ich werde hier keine Kletteraktion machen. Man sieht, es schneit. Alles glitschig und rutschig. Und weil ich alleine bin, gehe ich einfach kein gesundheitsgefährdendes Risiko ein. Hier wäre noch eine Leiter. Da weiß ich auch, da kommt man aber eigentlich besser rein. Gucken. Irgendwo da hinten war nämlich eine Tür auf. Da gucke ich aber gleich. So, hier müsste das genau. Ich glaube auch nicht, dass man diese Tore noch irgendwie jemals wieder schließen kann. Dann mal hinein in die gute Stube. Genau, da ist nämlich auch ein Tor auf. Also ich muss sagen, das ist schon ziemlich beeindruckend, diese Dimensionen hier. Vielleicht sollte ich noch mal erwähnen, dass das Maschinenwerke waren, die geschlossen wurden, unter anderem, weil der Boden verseucht sein soll. Fakt ist auf jeden Fall, dass es ein Erbschaftsstreit gibt, soweit ich richtig informiert bin, weil die Erben sich nicht einig werden, wer jetzt hier für die Entsorgung und die Abtragung der Böden aufkommen muss. Das Gelände ist halt riesengroß. Es ist auch ein recht bekannter Spot, muss man sagen. Deswegen ist gut möglich, dass man hier auch andere Leute trifft. Da habe ich heute aber einfach gar keine Lust drauf. Ich muss auch sagen, dass ich mich leider mit den ganzen Maschinen, die hier rumstehen, überhaupt nicht auskenne. Ich finde es aber so interessant, dass ich es euch nicht vorenthalten möchte. Und außerdem, auf großen Maschinen stehen nicht nur Männer. Auch eine Lola steht drauf. So, fangen wir mal an. Und gleich hier vorne haben wir ein Gerät. Arbeitsgang, Minuten. Hier lässt sich aber nichts mehr drehen. Rückgang, Minuten. Aber weiter will ich auch nicht rein, weil ich weiß nicht, ob man das, doch man kann das ganz gut erkennen, da oben an der Decke sind so komische Scheiben, wenn die runterkommen. Ah, über mir auch schon. Auf den Kopf kriegen will ich sowas nicht. Hier noch so eine riesen Maschine, Vorsicht, Quetschgefahr. Ah, hier, schade, man riecht es auch sofort, wenn man reinkommt. Hat es gebrannt. Hier oben, das sieht man, das wird auch nicht mehr so stabil sein alles. Mal hier noch so eine Art Kran, oder nicht eine Art Kran, wir haben hier einen Kran. Also aus diesem Bereich möchte ich tatsächlich schnell raus. Gefällt mir nicht. Dann kommen wir, glaube ich, direkt in die Halle, wo das große Schiff steht. Ja, das steht auch noch da. Ach du meine Güte, wie sieht es denn hier mittlerweile aus? Was gut ist, ist, dass es hier schön hell ist. Hier sparen wir jede Menge Akku. Hier liegen jetzt unglaublich viele Unterlagen auf dem Boden einfach. Hier scheint irgendwie so eine Art Lagerraum zu sein. Ja, tatsächlich. Oh, das haben wir hier ganz, ganz oft. Hier nisten ganz viele Vögel. Ach du meine Güte. Das ist mir bei meinem ersten Besuch gar nicht aufgefallen. Es ist ja wirklich einfach noch alles da auch wieder. Also ich weiß gar nicht, wo soll ich denn hier anfangen? Vielleicht bei den Reibballen? Oder vielleicht doch lieber bei den Spiralbohrern? Also Wahnsinn. Oh. Kann machen will ich eigentlich nicht, aber das ist auch, wie man wieder erkennen kann, unmöglich. Hier liegt jetzt so ein Kanister, gefällt mir nicht. Da sind alles jetzt alles noch an Schrauben vorhanden. Natürlich alles auch rostig, wie man hier sehen kann. Es lagert hier halt schon ewig, ohne dass hier irgendjemand irgendwas gemacht hat, ne?
oben Lagermöglichkeiten ohne Ende. Ich kann ja einfach generell mal ein paar Fotos hier anfügen in das Video, damit ihr noch eine Idee davon habt, wie es hier aussah. Und das finde ich jetzt auch geil. Ist das eine Arbeitslampe? Die man ja tatsächlich... Ach, geil. Richtig cool. Was steht denn hier drauf? 100 Watt. Solche Lampen finde ich halt richtig geil. Ne? Muss ich ehrlich sagen, hätte ich auch irgendwie gerne an meinem Schreibtisch in meiner Wohnung. Und was hier hergestellt wurde, ich kann es echt nicht sagen. Wenn ihr das besser wisst, haut es mal ruhig rein in die Kommentare. Es ist so kalt. Ich kann euch sagen, allein unterwegs sein, das ist echt... Kann ich gar nicht daran erinnern, dass ich früher so eine Schissbuchse war, wenn ich alleine unterwegs war. Aber im Moment bin ich's. Das ist einfach Wahnsinn, dass das alles so zurückgelassen wurde. Ich meine, okay, die Kosten, um das, um den Boden abzutragen, sind wahrscheinlich immens hoch. Aber wenn ich mir allein überlege, was allein die Maschinen hier für einen Wert haben müssen noch. Also die wiegen ja richtig viel und das ist richtig massiver Stahl, würde ich mal behaupten. Alleine hier oben auch dieser Kran wieder. Er ist doch riesig. Allein die Träger für den Kran, wo die Kräne dranhängen, das muss doch eigentlich noch richtig was bringen. Hier sieht man vielleicht so ein bisschen, was ich meine mit dem verseuchten Boden. Vielleicht sollte ich doch ein bisschen dichter machen. Ich glaube, das ist hier ganz gut erkennbar. Ich glaube nicht, dass das so gesund ist für die Umwelt. Ja, auch diese Geräte, also es, ja, sieht ja jetzt schon aus, als wenn hier irgendwas geschnitten wurde. Das erinnert mich eher so ein bisschen an so eine Maschine im Sägewerk irgendwie. Vielleicht könnt ihr das hören, hier hinter plätschert ein rauschender Bach. Auch da haben wir wieder so eine coole Arbeitslampe. Und auch hier ist alles offen. Ich dachte gerade, da liegt ein Schlitten. Ich mache mal ein bisschen wieder das Licht runter. Es ist so zugewuchert hier, Leute, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Schaut mal, da oben ist sogar der Strommast schon abgebrochen. Ich weiß nicht, ob ihr wegen dem Gegenlicht das gut sehen könnt. Einfach auch irgendwie wieder so einen surrealen Touch. Diese Stromkästen da hängen und das Efeu da schon rübergewachsen ist. Oder auch da die Maschine, wie die schon eingewachsen ist. Das sieht halt echt ungeil und ungesund aus. Ne? Ich weiß nicht, ist das eine Drehbank? Hier kommen wir zu diesem riesen Schiff. Aber bevor wir dazu kommen, das ist auch schon wieder hier Spitzenwert 500 bis 2000 irgendwas Millimeter scheinbar, mm. So eine riesen Bedientafel. Kannst aber auch echt nicht mehr, nichts mehr drauf lesen, leider. Welche Einstellräder? Hier total süß. Gibt es noch Sticker von Elf? Ja, was hier angezeigt wurde, ich kann es leider nicht sagen. Ich habe halt gerade ein Geräusch gehört von da hinten. Wie gesagt, nach der Nummer gestern habe ich nicht so wirklich Bock auf Besuch, wenn ich ehrlich bin. Und hier ist halt immer viel los. Bei diesem Schiff habe ich immer so Schiss, das ist ja nur ganz einfach gestützt, wirklich sehr, sehr einfach gestützt, dass das einfach umfällt. Darf ich auch nicht dabei sein. Okay, es hat ja da auch noch, es liegt ja da in so einer Vorrichtung, also eigentlich kann es nicht umfallen. Auch hier haben wir nochmal so einen riesen Standbohrer. Also ich sag jetzt mal Standbohrer, guck mal, hier ist auch überall noch richtig das Fett dran. Das ist bestimmt Nostalgiewert, haben die bestimmt auch hier. Allein das Typenschild oder das Schild da oben, das ist uralt, muss einfach uralt sein. Ja, mal weitergehen. Also hier kann man auch sehr schön erkennen, dass das Schiff angefangen wurde zu bauen und das dann einfach aufgehört wurde. Also da hat einfach keiner mehr weitergebaut. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen versucht, diese Leiter da hochzugehen, aber ich bin einfach allein. Also die Vernunft sagt, lass es und ich glaube, ich werde es auch einfach lassen, weil der Standort ist verschickt.
meine Tochter weiß, wo ich bin. Aber das hilft mir auch nicht. Wenn ich jetzt hier runterfalle, den Kopf aufschlage, war es das trotzdem. Ah, hier haben wir so eine Art Schienensystem. Mal gucken, wohin uns das führt. Wie gesagt, es ist ewig her, dass ich hier unterwegs war. Ah ja, oh. Das ist übelst. Also guckt euch mal dieses komische Bild einfach an. Ich finde, das hat auch wieder so eine ganz seltsame Atmosphäre einfach. Da hängen noch die Duschvorhänge, da steht so ein Stuhl, da drin sind die Scheiben, ist alles kaputtgeschlagen, aber die Duschvorhänge stehen noch da. Oh, ob das die letzten Arbeiter hier vergessen haben? Nach der letzten Schicht, aber wer lässt denn seine Socken da? Ah, ich weiß, wo wir sind, glaube ich. Oder? Doch, das ist der Bereich, in den ich eigentlich zuerst wollte. Hier ist die Mutter der Porzellankiste. Wahrscheinlich, weil das jetzt einfach nur ein Ast gegen das Tor gedrückt hat, aber geil ist es nicht. Erstmal irgendwie einen Weg rausfinden, ohne sich auf die Nase zu packen. Diese Maschine hier fand ich halt auch ganz interessant. Sind ähnlich aufgebaut wie die drüben. Nee, eigentlich gar nicht. Aber es scheint hier auch irgendwie so eine Drehbank oder so gewesen zu sein. Ist jetzt hier auch interessant, dass hier liegt so eine Fotorolle, so eine Fotorolle einfach komplett ausgepackt. Und wenn das mal nicht ein Riesengerät ist, also ich kann so sagen, ich finde sowas immer mega beeindruckend. Hier müssen einfach mächtige Kräfte am Werk gewesen sein. Das finde ich einfach beeindruckend. Ich muss auch sagen, das ist auch schon wieder eine Location, die könnte sich oder ist auch irgendwie ein Stück weit eine Lieblingslocation tatsächlich. So. Mal hier rein. Ich weiß, damals hat es hier ganz stark nach Chemikalien drin gerochen. Ja, damals mit der Lea hier unterwegs. Oh, das ist neu. Damals mit der Lea hier unterwegs und gesagt, nee, lass gucken, dass wir hier wieder rauskommen. Hier wollen wir nicht rein. Also ich glaube, mittlerweile kann man sich das obere Stockwerk auch echt sparen. Ich weiß, hier vorne hing irgendwo noch eine Maske. Gucken, ob sie noch da ist. Oh, tatsächlich, sie ist weg. Wie blöd ist das denn? Ist auch nicht runtergefallen. Schade, wurde scheinbar entwendet. Oh, Leute. Ich glaube, hier muss ich echt ein bisschen aufpassen. Da kann man hoffen, dass das Dach hier echt besser hält. Obwohl, da hinten kommt es auch schon runter, glaube ich. Da ist noch so ein kleiner Raum. Da ist jetzt kein Dach drüber. Ach, ich weiß, welcher Raum das ist und war. Ich kletter da jetzt aber auch nicht rein. Wie gesagt, ich werde hier das Risiko so gering wie möglich halten. Ach, du Scheiße. Ich weiß nicht, ob ich das gehört habe. Das klang wie ein Schuss, aber weit weg. Ja, hat sich leider auch sehr verändert. Sehr durchwühlt hier dieser Bürobereich. Das ist halt immer so dieses Blöde. Gerade den Akku gewechselt, läuft hier eine Maus vorbei. Ich hoffe, es gibt hier nur Mäuse und nicht nur Ratten. Aber das ist natürlich auch das Beste, die beste Unterkunftsart für Tiere ist. Leute, mir gefällt das Dach einfach überhaupt nicht. Ich verschwinde aus dem Bereich. Da will ich jetzt noch mal kurz reingucken. Ach, schau mal, es ist schon irgendwie ein irrer Blick mit dem Schiff da im Hintergrund. Das hat schon echt was. Das war damals unser
letzter Bereich, den wir uns angeschaut haben. Hier waren scheinbar Toiletten. Was ich hier so interessant fand, war tatsächlich hier diese Waschbeckengeschichte. Da liegt sogar noch Seife. Also ich finde, das hat einfach was. Diese uralten Waschbecken, die Machart einfach mega. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich mich jetzt noch nach oben wagen sollte. Das möchte ich noch einmal hier in die Runde gucken. Ich werde das mal ein bisschen rausarbeiten im Video, aber hier sind die ganze Zeit komische Geräusche. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob das auf dem Gelände ist oder vom Gelände entfernt. Keine Ahnung. Da gehe ich nicht. Ich habe mich damals schon nicht sehr wohl gefühlt. Und man muss sagen, besser ist der Zustand nicht geworden, leider. Hier waren aber Mitarbeiterräume. Ja, hier scheint eine kleine Teeküche drin gewesen zu sein. Hier ist noch so ein kleiner Schreibtischbereich. Das ist richtig cool. Hier liegt noch so ein Marker. Hier so ein kleines Brett, wo man Schriftstücke ranpinnen konnte. Unterlagen ohne Ende. Platte 2. Steht der Name drauf. Ihr wisst, wenn ich pixel, dann hat das einen Grund. Fundamentenplatte, Schaltschrankmaß. Sowas hasse ich, obwohl hier wird bestimmt kein Loch drunter sein, aber wer weiß. Gehen wir lieber außen drum. Das ist auch krass, wie auffällig das ist. Also das ist wirklich sehr bekannt hier, dass hier einfach schon so ein Trampelpfad lang führt. Man sieht richtig, dass hier wirklich regelmäßiger Verkehr ist. Ah, hier war ich damals übrigens gar nicht drin. Was das jetzt hier war, weiß ich nicht. Aber schaut mal, selbst da ist so eine geile Lampe. Immer so eine Art Drehbank, auch hier dieser Riesenkran. Es ist also, Leute, ernsthaft, ich finde sowas so faszinierend. Offenes Tor, wo geht's hier hin? Oh. In die Zivilisation sozusagen. Ich glaube, hier in dieser Halle kann ich euch auch nicht wirklich was zeigen, aber die sieht tatsächlich, muss ich sagen, schaut mal, das sieht noch richtig gut aus hier. Ist wahrscheinlich ganz zum Schluss noch angebaut worden. Oha. Schaut mal hier. Okay, das ist auch ein seltenes Bild. Und damit meine ich jetzt nicht die Maschinen, obwohl das ist auch krass. Nein, Leute, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ha! Hättet ihr damit jetzt gerechnet, dass hier noch so ein Gabelstapler steht? Und hier übrigens auch schon verpackt irgendwie eine Maschine. Wahrscheinlich war die verkauft, könnte ich mir vorstellen. Ah, dass jetzt hier echt noch so ein Gabelstapler ist, wie geil ist das denn? Mega. Das ist halt wieder so typisch und so sinnbildlich einfach. Man besucht eine Location, kommt irgendwann nochmal wieder und findet doch noch coole Sachen, die man vorher einfach gar nicht gesehen hat. So, wenn man jetzt hier nochmal schaut, dieses riesen Alutor alleine. Eine Seite ist wie auch immer rausgefallen oder durch Wind umgestürzt und liegt jetzt hier oben auf dem Gabelstapler. Schon ein krasses Bild. Sehr, sehr krass. Meine Lieben, das mit den Geräuschen hier wird einfach nicht besser. Ich guck jetzt mal, ob wir in die andere Halle noch kommen. Und dann war es eigentlich auch schon wieder. Hier ist noch das Schiff, was außen steht, was für mich jetzt schwierig wird. Ich muss den Ausgang noch wiederfinden. Da hinten stand vorhin ein Auto. Deswegen wirklich weit raus kann ich jetzt hier nicht.
Aber das Schiff wollte ich euch jetzt auch noch mal zeigen. Das war wahrscheinlich tatsächlich schon zur Auslieferung fertig. Also eigentlich schade, dass ich den Bereich aussparen muss, weil da so eine fette Umlenkrolle, Dingsbums drin, fällt mir gerade nicht ein, so ein Turbinenantrieb oder wie auch immer. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was das ist. Ich füge euch mein Foto an dieser Stelle. Für mich, dass ich einmal komplett zurück muss. Okay, dann ist es so. So, zurück. Ich komme mir so ein bisschen vor wie so eine Obertante, die hier gucken muss, dass in der Produktion alles läuft. So, wir sind wieder draußen. Was natürlich gut ist, es ist hier noch niemand aufgetaucht, keine Polizei, kein Sicherheitsdienst, kein irgendwas. Was tatsächlich bedeuten könnte, ich bin unbemerkt rein und so wirklich Überwachungstechnik gibt es nicht. So, jetzt gehen wir noch fix in die Halle und dann müssen wir gucken, dass wir hier unbemerkt wieder runterkommen. Es wäre schade, wenn das hier in die Hose geht. Ach, hier ist alles voll mit Dornen. Alles voll mit Dornen. Ja, wir kommen rein. Ich hoffe, das Dach ist hier ein bisschen besser als das da drüben. Ja, falsch gehofft. So lange sollte ich mich ja auch nicht aufhalten. Aber ich zoome euch da mal kurz ran. Ich liebe diese alten Industrielampen einfach. Dieser Charme ist unfassbar. Geht noch ein Stück weiter, da kommt gleich noch eine. Ja, wo ist sie? Da. Das sind, glaube ich, alles irgendwelche Formen. Gussformen einfach. So, hier geht's hinunter. Eben schon gesagt, mein Gott, was ist da passiert? Hat jemand den Boden aufgestanzt oder was? Was ist hier los? Auch niemand. Okay, aber das möchte ich euch definitiv noch zeigen. Und hier standen Öfen. Ehrlich, hier standen diese Wannen drunter, glaube ich. Oder ich kann auch sein, dass ich das falsch in Erinnerung habe. Auf jeden Fall finde ich das auch super interessant. Wie gesagt, ich habe da keinen Plan von. Da hinten ist so blaues Zeug, da habe ich überhaupt keine Lust drauf, da reinzutreten. Aber wer sich damit auskennt, kann ja einfach mal Bescheid sagen. Meine Vermutung ist, dass hier tatsächlich irgendwie Metalle erhitzt wurden und hier in irgendwelche Wannen gelaufen sind dann. Da liegt auch so eine Form noch. Das muss ich ehrlich sagen, das war doch nicht so. Das sah doch nicht so aus beim letzten Besuch. So, ihr Lieben, nichtsdestotrotz würde ich sagen, war es das an dieser Stelle. Eigentlich habe ich euch auch alles gezeigt, was man gefahrlos zeigen kann, ohne entdeckt zu werden. Ich hoffe, das Video hat euch etwas gefallen. In diesem Sinne, über ein Like, Abo, wie gesagt, würde ich mich wirklich wahnsinnig freuen. Macht's gut, ihr Lieben.